So, ihr Lieben, ich bin wieder da aus Japan. Japan war richtig schön. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, nach Japan hinzufliegen. So, wir zeigen euch heute die neuen Mangas von Kaze. Die gab's letzte Woche. Ja, genau, die kam Ende letzter Woche raus. Ja, und deswegen wollen wir das Ganze noch einmal nachholen. Genau, fangen wir mit Actionreichen an mit Akameka Guild Zero Nummer 8. Was haben wir noch? Ragnar Crimson 3. Herzschimmern. Genau, fangen wir an mit dem Romance mit Herzschimmern 2. 2. Ein Freund zum Verlieben Nummer 5. 5. Schüchterne Küsse Nummer 2. Voll erwischt Nummer 5. Voll romantisch diesmal, ne, diesen Monat. Ja, aber das war's. Und jetzt kommt ein bisschen Comedy. Comedy ist immer gut, oder? Comedy, ja. We Never Learn hat ja auch viele Fans durch das Anime Band 2 ist da. Wie sieht's bei denen aus? Lest du das auch? Oder ich habe es noch nicht rein. Ich werde wahrscheinlich mal reinlesen, aber geschaut habe ich es nicht. Du? Nee. Das erinnert mich an Nisukoi. Die Zeichnung. Ja, ja, ein bisschen. Die Zeichnung. Ein bisschen. Dann haben wir noch Chevalier of the Fate Knight Band 8. Und zu der Letzt. Jujutsu Kaisen, was ich demnächst anfänge, weil das sieht ziemlich nice aus. Ist auch nice. Ist ziemlich cool. Was auf jeden Fall fehlt, ist Devil's Line. Devil's Line, der 5. Band. Und. Und dieses Samurai-Dings. Rento Desperado. Genau, genau. Genau. Deine Highlights. Genau, meine Highlights sind Jujutsu Kaisen und nicht im Bild Rento Desperado. Ja, bei mir ist auch. Jujutsu Kaizo und das war's. Ja, ist ja sehr übersichtlich. Kurz und knapp, ne? Ja. Jo, dann geht's gleich weiter mit Manga Kult und Alt Rebels. Bis gleich.